Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Dark Souls 3 im Story Mode. In der letzten Folge sind wir ja quasi in einen kleinen Bug geraten, also ja, wir sind unter die Map gefallen. Das war aber auch ganz praktisch, denn die bösen Wesen haben uns ganz schön zu schaffen gemacht. Deswegen war es jetzt gar nicht mal so schlecht, dass wir da verreckert sind. Aber wir müssen wieder zurück, denn wir wollen ja schließlich noch den Schlüssel zum Verlies von Hexe Karla finden. Außerdem habt ihr mir, beziehungsweise das Robin, hat mir in die Kommentare geschrieben, wo ich denn den guten Solaire wiederfinde. Und das ist ganz praktisch. Das ist jetzt weniger praktisch gewesen. Ganz kurz mal erstmal wieder in Sicherheit kommen. So, jetzt. And we're close to the darkness. Übrigens falsch gesungen, aber egal. Ach man, ganz schön stark diesmal der olle Gargoyle. Jetzt kommt mal runter. Knie nieder vor mir und gib mir deinen Flammenhammer. Sehr geil. Der Gargoyle. Gargoyle Flammenhammer. Ja, was für ein Jammer. Es ist der Gargoyle Flammenhammer. Diesmal wollen wir tatsächlich wieder runter zu diesen Kreisspiestern. Ich überlege nur gerade. Nee, es macht Sinn, von der anderen Seite aus ranzugehen. Das ist ja nicht mal. Vielleicht nochmal eine blöde Wand oder so. Wir holen uns erstmal da hinten den Überrest, was auch immer das sein soll. Okay. Okay, da hätte ich mal besser hingeguckt, wa? Ach komm jetzt hier. Das Schlimme ist ja eigentlich dieses Rumgekreische von diesen Kreischern. Oh. Wie gesagt, normalerweise ist diese Stelle halt ziemlich haarig, was ganz lustig ist, weil diese Dinger ja auch haarig sind. Denn, ja, man braucht halt länger, um sie zu töten. Wenn dann zwei, drei kommen und einen bullien, dann, tja, hat man nicht so viele Chancen. Muss man mal so sagen. Aber wir haben ja hier Chancen, wir haben gute Chancen. Auch wenn mich dieses Gekreische manchmal wirklich nervt. Und ich manchmal gesagt habe, anstatt manchmal. Also, wir halten mal fest, heute habe ich hier wieder mal Sprachstörungen. Aber jetzt nicht so wild. Wir bekommen ja eine Menge Seelen, ne? Eine Menge Seelen, mit denen wir dann auch gleich ein Level abkaufen können. Und dieses Level up wird wieder auf Geschicklichkeit gehen, bis ich die 50 voll habe oder wie viel ich auch immer machen will. Ich glaube, 50 waren das. Und danach werde ich tatsächlich eher auf Intelligenz gehen. Dazu aber mehr in der nächsten Folge oder übernächsten Folge oder über übernächsten Folge, je nachdem, wie schnell ich das denn nun bewerkstellige. So, zu dir wollte ich noch nicht hin, aber erstmal hier ein bisschen abclashen. Oh, schon wieder 100.000 Seelen. Also man bekommt wirklich viel im New Game Plus. Man kann damit wirklich arbeiten. Ich freue mich ja auch, wenn wir da wieder ein bisschen farmen können. Ganz kurz überlegen, wo wir jetzt überhaupt hin müssen. Hier irgendwo gibt es diesen blöden Ring. Ich habe da mal vor ein paar Tagen ein Videotutorial gesehen. Habe mir nicht alles gemerkt. Weil ich dachte, wenn ich mir jetzt alles merke, dann nervt euch das vielleicht. So. Ich glaube, da oben muss ich hin. Und ich glaube, ich sollte mal erstmal die Waffe changen. Ja, ich weiß, dass mein Leben gerade bergab geht. Ist mir aber auch gerade wump egal. Da ich nämlich noch alles Nötige dabei habe, um dies zu verhindern. Wir springen und springen. Oh Gott. Oh, ich hab mein Gewicht falsch berechnet. Das ist mal ärgerlich, wenn einem das passiert. Wartet mal. Oh, 80%. Habe ich den Havelring nicht dran? Ach, ich habe den Havelring nicht dran. Ach so, deswegen. Ja gut, was machen wir dann? Was machen wir dann, Leute? Was wir tun jetzt?
Ich habe eine Idee. 82, keine gute Idee. 76, auch keine gute Idee. Ach, wisst ihr was? Dann ziehen wir uns einfach eine andere Rüstung an. So. 73. Ja, dann wird es halt wieder eine. Ich sollte wahrscheinlich echt den Havelring benutzen. Ja, sollte ich wahrscheinlich. Dann eine andere Hose anziehen. Ah, okay, komm, wir legen den Havelring an. Scheiß auf die Lebenspunkte, Havelring. Sieht bestimmt auch lustig aus, so. So, jetzt mal wieder die Ringritterbrust. So. Ein bisschen weniger Leben. Boah, da frisst mich das Ding gleich. Dass diese Handymans auch echt so mega stark sein müssen. Also es geht ja, ist jetzt nicht mega super stark, aber... Na super, jetzt steht er natürlich genau darum. Oh nein, wenn er mich jetzt wirft, dann falle ich in die Tiefe. Ach nö! Ah, das war so klar. Boah, Schwein geha... Ui, nicht schlecht, Herr Specht. Der Flammsteinplattenring. Wein. Oh nein. Komm. Oh, Schwein gehabt, ey. Aber die Situation bleibt trotzdem gefährlich hier. Vor allem habe ich schon wieder nur 4 Flakons. Also 4 Ladungen für den Estus-Verkor. Denn wie wir alle wissen, der Estus-Verkor ist ja nur eine Flasche. Man hat halt verschiedene Schluckgrößen, sozusagen. Ich bin nicht dagegen, dass der Typ so viel Schaden macht. Das ist ja okay. Oh. Immer wieder geil. Jetzt komm, jetzt haben wir ihn. So, 8000 Seelen, aber das Allermindeste. Hm, lecker Jauche-Küchlein. Ich mag Jauche-Küchlein. Und warum komme ich jetzt... Oh, muss ich da oben wieder mal durch ein Loch fallen? Wieso komme ich jetzt da wieder mal nicht ran? Der Hofzauberer oder die Hofzauberer-Ausrüstung. Ah, wir, ach, guck mal hier hinten. Das ist dann der Weg zu den anderen quasi. Hm, Abfall. Wow. Ne, hier lang, glaube ich. Na, jetzt ist es nicht sinnlos. Okay, es ist sinnlos. Echt ein sinnloser Raum? Okay. Ja, wie kommt man jetzt da oben bitte hin? Ah, nee. Ein Blutfleck ist das nur. Jetzt mal nur gerade, ob man nicht vielleicht noch irgendwo ein offenes Fenster hat. Wir können ja erstmal diesen... Erstmal den da erledigen. Logans Beschleuniger. Ja, Logan ist dann wahrscheinlich auch der Hofzauberer. Ah, guck mal, da oben ist die Tür offen. Also wir müssen da irgendwie hochkommen. Dann kann man uns da runterfallen lassen. Und ich habe ja so eine Vermutung, dass wir einfach hier oben nämlich weitergehen können. Also manchmal könnte ich echt... Wow, bist du Logan? Keine Ahnung, wer du bist. Schriftrolle von Logan. Ja, das war Logan. Ungelogen? Das war Logan. Und hier gibt es Götterzorn. Ja, ich weiß, das müssen wir alles uns noch genauer anschauen.
Aber jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen hier weiterkommen. Aber nicht schlecht, Herr Specht. Genau, hier waren wir jetzt gerade drin. Dann gibt es da vorne... noch 18 Giftpfeile. Und ja, ich versuche auch, mir einen Reim drauf zu machen, wo wir uns hier gerade befinden. Aber aktuell habe ich noch keinen. So, wenn wir hier weitergehen. Oh, wo kommt ihr denn her? Mit euch hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Schlüssel des Wärters. Ich glaube, nach dem Ding habe ich gesucht, oder? Schlüssel des Wärters? Schlüsselring zum Kerker von Irithyll im Besitz des Gefängniswärters. Öffnet die meisten Zelltüren. Aus welchem Grund sie wohl eingesperrt bleiben? Schließlich sind sie nun geistlose Hüllen oder einfach nur Kauderwelsch redende Narren. Ja. Ja, zurück im Kerker sind wir hier. So, bevor wir jetzt aber irgendwas machen... lasst uns mal bitte zurückgehen zum Feuerbandschrein. Warum? Ganz einfach, weil ich habe super viele Seelen, ich muss mich sowieso nachladen. Da macht es gerade mehr Sinn, zurück zum Feuerbandschrein zu gehen, schnell ein Level-Up hinzulegen und danach andere Dinge zu tun. Welcome, Husband. Very well, then. So. Farewell, Ashen One. Haben wir gemacht. Jetzt gibt es erstmal wieder mein schönes Zack, Doppelschwert, Onikiri und Ubadachi. Und damit geht's zurück. Und jetzt sollten wir Carla hoffentlich befreien können, denn wir brauchen ja Carla, wie gesagt, auch noch ein bisschen because of the questline. So, Kerker von Irithyll und zurück. Man kann auch übrigens an diesen Wärtern vorbeirennen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Also muss man jetzt nicht machen, aber kann man machen. Also gibt ja auch manche, die wollen natürlich den Überskill hinlegen. Deswegen. Man kann, aber muss nicht. Also es ist... so. Ich demonstriere das mal. Also wir rennen so, wir rennen so. So. Machen wir hier einen Jump runter. Dann kommt da ja gleich dieses Ding raus. Da kann man nochmal diesen Dreher hier machen. Zack, zarab. An denen da kann man übrigens auch vorbeilaufen. Muss natürlich nur gucken, dass man jetzt nicht unbedingt in seinem Bolzen rennt. Es ist ja auch noch irgendwo Dark durchlaufen. Das war ja dieses Spiel schon immer. So, dann kommen wir nämlich dann hier zur Brücke. Und ihr seht, das ist eigentlich gar nicht so viel Weg, den wir hier teilweise zurücklegen. Vorteilhaft ist natürlich... ja, die Ratten sollte man jetzt schon hier besiegen, weil gleich kommen ja auch noch die beiden... wow, wow, wow. Die beiden Superratten. Und die sind ja noch ein bisschen stärker. Da muss man aufpassen. Uah. Oder man übersieht einfach, dass da noch andere Ratten sind. So. Aber auch die geben mir ein paar Seelen. Und solange sie Seelen geben, sind sie meine Freunde.
So, das ist jetzt eine blöde Stelle, wie gesagt. Diese ganzen blöden Wärter. So, Schlüssel des Wärters benutzt. Finden wir Carla. Hi, Carla. Oh, there you are. I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Hm? Oh, you're not one of them, are you? Accept my apologies for mistaking you for one of those leeches. So, what business have you here? This is a land of monstrosities. And I am no exception. You're here to save me. But I'm guilty. A wretched child of the abyss. Is that something you can forgive? Oh, really? You are no ordinary man. Very well. Besides, I've grown tired of imprisonment. I am Carla, and I accept your proposal. Ja, und damit schließt sie sich dem Feuerbandschrein an. So, und wir kümmern uns jetzt mal, bevor wir mehr auf Carla eingehen. Kümmern wir uns hier mal um diese ganzen blöden Wärter. Oh, die Alva-Rüstung gibt's hier. Oh, sehr gut. Ich mag ja die Alva-Rüstung. Es macht halt sehr wenig Sinn, sich zu heilen, wenn man über keine Lebenspunkte verfügt. Deswegen erstmal wieder regenerieren. Und dann kann man weitermachen. Ja, was wir jetzt schon über Carla gelernt haben, unter anderem ist, dass sie ein Kind des Abgrunds ist. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist sie nur vom Abgrund berührt oder sie ist teilweise, oder sie ist vielleicht wirklich ein jemand aus dem Abgrund, also ein Teil vom Manus. Und die meisten Community-Mitglieder glauben Letzteres. Die glauben tatsächlich wirklich, dass es sich bei Carla um ein Fragment vom Manus handelt. Dem Vater des Abgrunds, den ich damals mit Maudado zusammen besiegt habe in den Glory Days of Dark Souls, dem DLC, und zwar aus der berüchtigten Prepare to Die Edition, und zwar Artorias of the Abyss, heißt der, glaube ich. Jetzt wisst ihr übrigens, warum es einfach ganz praktisch ist, hier die Ratten wegzuholen. Denn wenn man die Ratten wegholt... Du bist aber eine ganz anhängliche hier. Bom, die Leiche weggetreten. Ja. Haben doch die Alva-Rüstung gefunden. Sehr geil, also wirklich sehr gut. Ja, da sollten wir auf alle Fälle gleich nochmal nachlesen. Ja, ich bin schon ganz gut hier. Ganz gut unterwegs. Tja, dieses ganze Ragdoll. Ragdolling. Ragdolling for freedom. Boah, hat mich schön weggeblockt hier. Ach, shit, das war... Ah, okay. Und weg. Komm, 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 weg. Was die jetzt mit mir gemacht hat, war tatsächlich mir einen guten Konter reinzuhauen. Ich freue mich, dass ich gerade endlich die Zeit finde, ein paar Folgen aufzunehmen. Denn es muss einfach weitergehen hier bei Dark Souls 3. Die letzten Tage waren da doch ziemlich von, ja, nicht so vielen Videos geprägt. So, habe ich es jetzt eigentlich bald alle? Muss halt wirklich schnell sein. Sonst ziehen die einen zu viel Lebenspunkte ab.
Wärterhandschuhe, eine Glut. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle. Nee, da oben sind noch welche. Ich höre sie doch. Ich höre sie doch. Schöne Kombination. Zack, zack, links, rechts, oben, unten. So muss das sein. So, jetzt haben wir nämlich auch den Wärterschlüssel und können jetzt hier ein bisschen die Schlösser öffnen. So, was ist die Trap hier? Oh, eine Asche. Eine Asche gab's hier. Der Dusk-Kronenring. Okay. Vorsicht vor Furcht. Das war jetzt echt mal ein Jumpscare. Warum schreist du, wenn ich den Dusk-Kronenring aufnehme? Müssen wir doch noch herausfinden. So, ja, gegen dich kämpfen wir gleich auch noch. So. Hier wird schon wieder gekreischt. Raus mit euch, ihr elenden Biester! Git. Was auch immer das war. So, der Steinbeißdolch und die gottlose Kohle. Die ich ja vermeintlich in der letzten Folge schon gefunden hatte. Es war aber das gottlose Feuer. Es ist ein Drecksjob, aber irgendjemand muss ihn ja machen. Ich glaube, jetzt habe ich hier auch soweit alles, oder? Sehr gut. Den Drachenkörperstein. Ja, hier kommen wir nämlich nach drüben, nämlich nach dorthin, zum Erzdrachengipfel. Da müssen wir aber noch nicht hin. Wichtig ist aber hier... Denn hier kommen wir tatsächlich auch irgendwo. Wo kam man hier nochmal hin? Oder ist es wieder eine Abkürzung? Blitzklinge bekommen. Wo war jetzt nochmal der Hebel? Oder habe ich mir jetzt hier dieses... Na, da ist der Hebel. Ich würde sagen, ich hoffe ja, dass ich da einen neuen Einstiegspunkt finde. Ich weiß, die Folge wird jetzt ein bisschen länger. Ich glaube, wir schaffen es jetzt in dieser Folge nicht nochmal mit Carla zu quatschen. Und wir haben ja auch sehr viele Items, die wir uns angucken müssen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Das wird mir jetzt hier sonst ein bisschen zu lang. So, nochmal eine große Seele des erfahrenen Kriegers. Ach, das ist eine Abkürzung, die wir jetzt einfach nur freigeschaltet haben. Eine Abkürzung zurück zum... ja. Zack, hier zum Verlies. Alles klar, gut, dann würde ich mal sagen, ihr lieben Leute, wir haben eine Menge Items gefunden. Wir haben endlich die Hexe Carla befreit. Und schon ein bisschen über ihre Vergangenheit geredet. Wie gesagt, sie wurde ja gejagt oder eigentlich mehr gesucht von Alva, den wir auch schon getötet haben. Das hatte ich ja in der letzten Folge näher beschrieben. Ansonsten würde ich mal sagen, mach mal kurz das Päuschen, sehen uns wieder. Und zwar in der nächsten Folge, Dark Souls 3 Story Mode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.